Also, Freunde, ich habe mir gerade einen Nintendo Switch Wireless Controller Airhead gekauft. Ignoriert das ganz kurz im Hintergrund. Der hat 45 € gekostet und ich habe ihn gerade schon geöffnet. Und zwar habe ich ihn hier geöffnet, wie man sehen kann, weil das Off-Camera irgendwie besser ging wie mit Kamera. Aber das ist jetzt relativ egal. Wenn man das öffnet, bekommt man halt hier den Controller und eine kleine Holzdinge. Da ist er drinnen, für die, was es interessiert. Dann bekommt man extrem viel Papier, dass man halt aufpassen soll, dass er vollgeladen ist, bla bla bla. Man kann ihn anstecken. Boah, das finde ich ja cool. Auf jeden Fall haben wir hier das Kabel. Und hier ist der Controller. Ich hole den mal ganz kurz hier raus. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, denn ich wollte euch eigentlich zeigen, wie ich es geöffnet habe, aber das wurde, ist jetzt egal. Und zwar so sieht der Controller aus. Wir schauen uns den Controller gleich mal an. Wir schauen uns nochmal ganz kurz an, was dabei ist. Wir haben hier Warnung. Bitte laden Sie das Gerät auf, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel und den Nintendo Switch Dock anschließen oder indem Sie das Gerät direkt mit dem offiziellen Nintendo Switch Netzteil verbinden. Die Benutzung eines anderen Kabels, Stromquelle oder Netzteil kann zu Störungen führen. Gut, wir haben das originale Kabel hier liegen, sogar. Für die, was sich fragen, was das ist. Ich habe gestern was ausprobiert. Es ist schief gegangen für ein Video, aber ist egal. Dann haben wir hier das User Manual. Man kann das hier, wie man sieht. Select Controllers kann man hier das eingeben, dann sieht man den Controller, kann man angeben. Oder man steckt es einfach direkt an. Das ist wahrscheinlich das Kabel, was dabei geliefert ist. Und sonst steht da eigentlich eh nichts Wichtiges drin, oder? Doch er ist komplett erklärt, was er was ist. Reset-Button. Also ich habe ihn euch gar nicht von hinten gezeigt. Das könnte ich euch noch alles zeigen, was er alles kann. Aber egal, wir haben jetzt sowieso das User Manual. Dann haben wir hier das Ladekabel. Draußen Plastik weg. So, und hier. Sie steht da wenigstens Nintendo oben, dass man sieht, dass es ein originales Kabel ist. Nee. Wurscht. Das wird auf jeden Fall angeschlossen an die Nintendo Switch. Dann können wir mit dem Controller hier spielen. Für die Leute, was es jetzt interessiert, der kostet 45 €. Der original schwarze kostet 60 € und der The Legend of Zelda, für die, was es interessiert und gerne mal einen haben möchten, der kostet ungelogen, ich glaube, 70 € oder so. Aber ist jetzt egal. Ich habe einfach den genommen, weil der war da und ich dachte mir so, Mario ist sowieso cool und ich spiele sowieso gern Mario. Dann ist es relativ egal. Kommen wir mal zur Vorderseite. Wir haben hier ein fettes Mario-Logo oben. Wir haben hier zwei Knöpfe. Keine Ahnung, was die machen. Hier ist ein Licht, das, wenn er an ist, das erleuchtet. Hier haben wir den Joy-Ding. Dann haben wir hier das D-Pad. Dann haben wir nochmal so ein Ding. A, B, X und Y. Ach, das ist der Home-Button. Ich fokussiere das mal hier ganz kurz an. Home-Button und. Weiter hier unten ist das wahrscheinlich, wenn er funktioniert oder wenn er angesteckt ist. Dann haben wir hier oben einmal die Knöpfe L, Z, L, R und ZR. Hier können wir anschließen wahrscheinlich und so weiter. Hier hinten steht dann einfach nur noch oben, was das für ein Ding ist. Und es sieht relativ gut aus. Also finde ich schon cool. Und wie gesagt, hier ist das kleine Kabel. Auf jeden Fall, Freunde, das ist ein kurzes Video am Freitag. Mal schauen, ob eines am Samstag kommt. Falls nicht, dann habt ihr das Video auf jeden Fall. Kleines Unboxing. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr für ein Video gerne sehen wollt. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao.